Hallihallo, ihr Kinder des Dschungels. Weiter geht's mit Let's Play I Wanna Be The Barrage. Wir sind hier in Stage 3-3 stehen geblieben das letzte Mal. Und ja, schauen wir mal, was es hier so gibt. Ne, ich habe keine Pause gemacht zwischen dem letzten und diesem Part. Das heißt, ja, einfach mal so ganz spaßig weiterspielen hier. Juhu, Mann, macht dieses Spiel einen Spaß. So, diesmal nicht denselben Fehler wie letztes Mal, also nicht springen hier. Sonst flasht es ein bisschen und da kommen die blauen Kugeln plötzlich überall durch die Gegend geflogen. Man denkt sich nur, what the fuck, Mama? Und die Mutter sagt dann, ja, Pech. So. Wow, ich habe keine Ahnung, wie das so ganz funktionieren soll. Wow, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, fällt mir gerade auf. Aber das kommt noch, diese Idee kommt noch. Ich weiß nur, dass man da durchspringen muss. Hin und her. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das anstellen soll. Irgendwas mache ich da anscheinend noch falsch. Aber da werde ich wahrscheinlich auch noch dahinter kommen, was ich da falsch mache. Zack. So, hier ist ja einfach. Wie gesagt, hier ist, das ist auch wieder so eine Stage, wo man bis zur ersten Hälfte der Zeit, naja, nach ein paar Mal spielen, auf jeden Fall nicht mehr stirbt. Sollte man zumindest nicht mehr. Ja, und dann kam das. Ja, genau. Da habe ich die Rechnung wohl ohne die gelben Kugeln gemacht. Aber die gelben Kugeln sind dann auch ein Grund zu sterben. Die sind dann auch wieder schwierig, sag ich mal. Ja, aber das hier, da muss man einfach nur einen guten Sinn für Humor haben und ein bisschen rumlaufen und nicht einschlafen und dann passiert da auch nichts. So. Dann kommt wieder der Spaß. Hui, das macht ja echt so richtig viel Fun hier, Stage 3-3. Aber schon wieder ist es so, dass die ungerade Zahl, also 3 in dem Falle hier, die Stage von der ungeraden Zahl, also die Stage von 3. Wie oft wiederhole ich mich eigentlich und wieso bin ich da schon wieder gestorben? Ja, dass die Stage von der 3 schwerer war als die gerade Zahl, also die Stage von der 4. Das ist irgendwie ziemlich seltsam. Also ich weiß nicht, ob das so bedacht worden ist oder ob das Zufall ist, dass ich die geraden Zahlen immer einfacher finde. Vielleicht gibt es auch Leute, die Stage 3, 4 scheiße schwer fanden, weil ich meine, die mussten sich echt konzentrieren und das war ziemlich krass, dass ich das letztes Mal schon so schnell geschafft habe. Naja. Jetzt bin ich gespannt, what will happen next. Ich glaube, hier links sind die sogar. Kann man da sogar besser durch, oder? Schaut. Fast so. Ich glaube, hier links ist einfacher. Soll nicht heißen, dass es irgendwie sehr einfach ist, aber soll einfach heißen, dass es da ziemlich möglich erscheint. Würde ich mal so sagen. Das Problem an dieser ganzen Sache sind natürlich die einzelnen gelben Kugeln, die da immer bam, 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 bam an die Fotze klatschen und immer so hin und her. Und was war das denn jetzt? Ich sag noch, wenn man nicht einschläft, passiert dann nichts. Ich bin aber auch ein bisschen eingeschlafen. Also, komisch, dass ich noch kommentieren kann, wenn ich schlafe, aber das ist immer so. Hey, ich rede im Schlaf, das macht ihr auch, oder? Also lacht nicht so laut. So. Jedenfalls wollen wir weitermachen. Mit dem Spaß. Spaß, hurra. So. Und mir wurde schon mal ein Video von dem Final Boss geschickt. Aber da ich mich selber nicht spoilern lassen will, habe ich nur ganz kurz was davon gesehen. Und er sieht schon scheiße schwer aus. Bin ich ehrlich. Also ich freue mich schon, was in diesem Spiel noch auf uns zukommen wird. Ich denke mal, das wird ziemlich lustig. Vor allem für euch. Das Problem ist, ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Ich versuche mich auf die einzelnen Kugeln, die von oben kommen, zu konzentrieren. Allerdings gucke ich dann immer nicht, wo ich durch diese Lücken springen muss. Also das ist schon irgendwie ein Problem. Also eins von beiden wäre gut, aber ich... Also einen von beiden sehr gut zu kontrollieren und nicht beides ein bisschen, weil dann wird das gar nichts. Glaube ich fast. Kann natürlich wieder sein, dass ich mich total irre und total dumm bin, aber naja. Das weiß ich nicht. Immer so knapp aus hier, naja. Das hier geht ja eigentlich. So. Man hat ja auch lang genug Zeit, da durchzuspringen, weil die Abstände sind ja... Ach! It's over 9000! What the fuck? Wir sind ja hier ziemlich krass, wollte ich sagen. Naja. Trotzdem bringt mir das irgendwie nichts. Denn ausweichen muss ich trotzdem können, weil sonst bringt mir das alles nichts. Sonst wird das alles auch nichts. Kann ich noch so lange beten und hoffen und glauben und denken und träumen. Oh ja, Träume sind wichtig, Leute. Nicht vergessen.
Na, 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 so. Gibt's sonst noch irgendeine Ecke, wo man längere Ausweichmöglichkeit hat als hier? Ich glaube nicht, denn ich meine, hier hat man ja eigentlich schon lange genug Zeit. Wow. Das war knapp. Kommt jetzt noch was irgendwie oder ist jetzt vorbei? Ach scheiße, was geht denn jetzt ab? Ach geil. Nein! Guck mal! Guckt mal! Die Zeit! Och, fick dich! Grässliches Stück Japaner! Meine Fresse! Kann doch nicht so schwierig sein, dieses verdammte Level hier. Komm schon. Also es hat schon echt mit Abstand schwerere Stages bisher gegeben. Mir fällt jetzt zwar ja nichts ein, so als Beispiel, weil bisher sind eigentlich die meisten Stages nach einem Prinzip abgelaufen. Genauso wie diese Stage hier, die läuft ja eigentlich auch nach einem Prinzip ab. Hier die ersten drei Ausweichwellen sind ja immer gleich. Und dieses Gelbe hier ist ja eigentlich immer gleich, außer diese einzelnen fliegenden Kugeln. Aber die kann man ja auch ein bisschen überblicken, sage ich mal, wenn man ein bisschen was... Wenn man mal nicht so riesen Kartoffeln auf den Augen hat. Und das war doof, dass ich da nicht auf die linke Lücke warte. Oh mein Gott, bin ich... What the fuck? Moment, was ist das hier? Warum ist der Stein eingefärbt? Oh geil. Einfach mal so, cool. Das ist natürlich... Wow. Ich frage mich zwar wieso. Ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen hier, aber naja. Hat wohl nichts zu bedeuten. Ist wohl nicht so relevant hier für den Scheiß. Unwichtig halt. Naja. Gucken wir mal, was sich hier so ergibt. Na, 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 na. So. Na okay, ein bisschen Glück, sag ich mal, gehört hier vielleicht auch dazu, wie die Kugeln auf mich zufliegen. Denn wenn die Kugeln fair fliegen, dann ist es auch vergleichsweise einfach. Das war knapp, aber es ging. So, und jetzt kommt der Scheiß hier wieder. Aber es ist wahrscheinlich nicht so schwer, man muss hier nur ausweichen. Das ja, man muss hier nur ausweichen. Pff, erste Kugel direkt ins Auge und in die Eichel rein. Ach, komm. Alter, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte vielleicht nicht rumexperimentieren. Ich sollte vielleicht einfach mal so stehen, dass man nicht einfach normal ausweicht. Ich sag noch, also Anfang ist so einfach, da kann man nicht sterben. Da muss man schon eine Fotze sein und sowas alles. Ja, guckt mich mal an. Ach, scheiß die Wand. Scheiß die Wand einfach an. Mach schon eine Kackdämonen ran. So. Das ist nicht mal die WC-Ente, was dagegen tun kann. So. Aber das geht ja eigentlich. Wie gesagt, das ist vergleichsweise einfach. Es ist nicht unbedingt einfach, aber es geht. So. So. Da haben wir es nämlich schon wieder geschafft. Es geht wirklich relativ. So, und jetzt kommen wieder die Roten hier. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, und das war's doch schon. Also ich weiß nicht, was da jetzt so dran, so schwer dran war in Stage 3.3. Ich werde jetzt, würde ich sie sogar nochmal relativ schnell schaffen. Mal sehen, was ist Stage 3.5 für eine Stage? Eine motherfucking Stage, ich merke schon. Ich muss eine... Aha! Ich muss hier drin rumfliegen, okay. Schade, dass ich mich an... Wow, es laggt gerade extrem doll. Das liegt wahrscheinlich an diesen ganzen Teilen. Schade, dass ich mich gerade nicht mehr an diese Stage erinnern kann. Und mit gar nicht mehr an die Stage erinnern, meine ich auch gar nicht mehr an dieses... What the fuck? Du musst ungefähr immer gleich oft springen, damit man da... Ja, das ist doch einfach. Ich weiß nicht, was ich hier schon wieder... Ach, rote Punkte, so, so. Ach ja, ach, genau. Und die kommen... Alter, aber die Zeit war fast abgelaufen. Lol. Ich meine, okay. Kann natürlich sein, dass das einzigste Schwere in der Stage diese roten Punkte sind. Es gibt in jeder Stage... Es gibt viele Stages, die sehr einfach sind. Und nur ein einziges schweres Element, also quasi einen einzigsten schweren Angriff haben. Aber trotzdem, das kam mir gerade so vor, als wäre die Stage eigentlich nicht viel. Als müsste man den roten Punkten einmal ganz kurz ausweichen, da hat man schon geschafft. Kann natürlich sein, dass ich das hier wieder ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nehme. Aber, ja, warum? Oh, scheiße. Okay, nehmen wir wieder die gerade Zahl. 3, 6.
Hier kann es sich eigentlich nur um eine einfachere Stage handeln. Sieht doch schon mal nicht so schwer aus. Aber ich möchte wieder nicht zu vorschnell handeln. Hier, Dingsen. Was wollte ich sagen? Ja, Walten, bla. Walter ist ein netter Mann. Alter, wieso komme ich da nicht durch? Da bin ich doch eben auch dran gestorben. Die sehen irgendwie so aus wie Croissants, diese Kugeln, finde ich, so wie die sich bewegen. Ja, Croissants bewegen sich. Auf meinem Brett schon. So. Passiert jetzt noch irgendwas Neues? Ja, scheiße. Okay, ich dachte erst, ich kann in der Mitte stehen bleiben, aber... Okay, das schaut doch 3-5 einfacher aus als 3-6, würde ich fast sagen. Da kann sein, dass es mir jetzt auch wieder nur so vorkommt im ersten Moment. Aber normalerweise waren die Stages mit geraden Zahlen immer einfacher. Kann auch sein, dass sich das Blatt hier wendet. Moment, der war genau. Es gibt einen, der hier ein bisschen aus der Reihe tanzt, der ein bisschen weiter nach rechts geht, den ich dann nicht überlebe, wenn ich einfach so rumstehe. Ach, geil. Och, geil. Ach, geil! Ich habe gar nicht gesehen, dass die Zeit so schnell abläuft. Ja, wie war das Stage 3.5? Sieht mir fast schwer aus als Stage 3.6 und das war wieder 5 der Versuche. Nicht mal 5 Versuche waren es, glaube ich. Ich weiß nicht, ihr habt ja vielleicht mitgezählt, ich weiß es nicht. Komm, dann werden wir doch wohl noch dieses Stage in diesem Part schaffen. Das wäre doch eigentlich sensationell, kann man sagen. Weil dann wären das wieder erfolgreiche Parts. Dann wäre Welt 3 sogar einfacher als Welt 2 gewesen, würde ich fast sagen. Ja, geil. Okay, man kann doch sterben vor den roten Kugeln. Aber ich erzähle ja immer ein bisschen Blitz. Ich weiß ja nie so ganz, was ich überhaupt von mir gebe. Naja. Ich merke, man macht sich hier den Sprungknopf auf dem Gamepad ganz schön kaputt. Ja, immer noch, ich spiele auf dem Gamepad mit Joy2Key, damit ich, weil normalerweise spielt man es auf Tastatur, aber durch Joy2Key kann ich es auf dem Gamepad spielen. Wollte ich nur mal so sagen, nicht, dass sich da jetzt jemand wundert oder so. Wow, das sah aber nicht schlecht aus, ich glaube, da kommt man sehr gut durch. Moment, das werde ich jetzt überprüfen. Ob mir das jetzt so vorkam oder nicht, aber kann natürlich auch sein, dass die roten Kugeln dann wieder so kommen, dass ich Glück haben muss. Das ist dann natürlich wieder scheiße, genau, das ist scheiße, Leute. Nee, das ist dann natürlich wieder scheiße, aber trotzdem ist das schon wieder ein Anfang. Es könnte hier relativ reibungslos und gut verlaufen. Es ist zwar ganz bisschen Zeit nur, die ich da überleben muss, aber auch wenn es nur so ein bisschen Zeit ist, scheint es ziemlich knackig zu sein, denn... Ah, es leckt jetzt ein bisschen, das nervt jetzt. Vielleicht liegt es daran, dass ich zwei Parts an einem Stück in einer Aufnahme aufnehme, quasi. Ja, ich nehme zwei Aufnahmen in einer Aufnahme auf. Oh, ich bin Chuck Norris oder so. Nur besser. So. Ja, der verpasst mir jetzt heute Abend eh einen One-Toss-Kick und dann liege ich querschnittsgelähmt. Meiner eigenen Pisse wahrscheinlich, das ist demnächst. Ja, und das war wieder doof. Noch die Stage ist böse. Ich mag ungerade Zahlen nicht. Ich weiß auch nicht. Aber das müsste ja eigentlich heißen, dass Welt 2 einfacher ist als Welten 1 und 3. Ja, wahrscheinlich bei den Welten zählt das andersrum. Da sind die geraden Zahlen die bösen und die ungeraden die einfachen oder so, was weiß ich. Ach nee, apropos, mir wurde nämlich schon gesagt, es gibt 5 Welten und in jeder Welt sind weiterhin 7 Level. Das heißt, wir haben ja quasi schon über die Hälfte des Spiels geschafft, aber da die Level später noch viel schwerer werden, als sie jetzt sind, das ist ja anscheinend noch so das Tutorial sein soll, angeblich, ja, wird das wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern. Also es werden nicht nur doppelt so viele Parts, wie wir jetzt haben, sondern ungefähr 67 mal so viele, kann man sagen. Können wir uns grob dran festbeißen. So. Oh je. Yeah. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber kann es sein, dass die roten Kugeln an den Ort fliegen, wo ich bin?
Oder habe ich mir das eingebildet? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das wäre doch... Och Mann, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich hier... was ich hier von mir geben soll. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Bei dem Zeugs hier. Naja, das wird sich dann herausstellen, ob ich noch weinen oder lachen kann. So, eins von beiden wird es, denke ich mal, geben. Und wieso war das jetzt... Ach, Moment, ich wurde angeschrieben. Kleinen Moment. Und da bin ich wieder. Dann weiter geht's mit Stage 3. 5 noch und ja. Die Pissbälle sind cool. Ich finde diese Stages immer unfair, dass man keine Chance hat, außen zu bleiben. Dass man hier unbedingt in der Mitte bleiben muss. Das finde ich gerade schon ziemlich schade, kann man sagen. Mehr Speed hast du nicht drauf, du hässliches Japaner-Vieh. Mehr Speed hast du nicht drauf! Leider nein, leider gar nicht so. Hab ich da richtig gehört? Ich glaube, die roten Kugeln fliegen echt auf meinen Standpunkt zu. Und das ist ein Problem. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich den ausweichen soll. Wenn sie alle auf mich zufliegen, dann habe ich natürlich kaum eine Chance. Ich kann natürlich immer weiter im Kreis fliegen, so wie jetzt, und einfach hoffen, dass sie mich nicht treffen. Aber ich glaube, das würde dann doch zu lange dauern, bis wir das schaffen. Bis wir endlich mal so viel Glück zusammenkriegen. Bin ich jetzt mal ehrlich. Da bin ich nicht sehr optimistisch an dieser Stelle. Nee, die fliegen auf mich zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll. Leider, nein. Okay. Versuchen wir es nochmal, weil es lustig ist. Das Level ist wirklich total spaßig. Ja, aber das sieht mir am Anfang nicht mal so schwer aus. Das ist ja schon wieder das Ärgerliche. Dass ich mich mal wieder voll in der Seele dieser Stage geirrt habe. Ich habe gedacht, sie wäre ein Freund. Doch das war sie nicht lang. Und dann, als ich ihr hoffte, das Glück in der Fremde zu finden... So geschah mir das Unglück. Ich erzähl Blödsinn. Die fliegen auf mich zu, die roten Kugeln. Das hat keinen Sinn so, wie ich das die ganze Zeit versuche. Ich werde wahrscheinlich weiter im Kreis springen und dann hoffen, dass ich den irgendwie mit Glück dass ich die mit Glück umgehen kann. Aber da brauche ich echt ein bisschen sehr viel Glück für, glaube ich. Da waren schon wieder kurz Lags, aber die haben sich dann jetzt auch schon wieder beruhigt. Das ist gut. Ja, ich glaube, ich brauche leider zu viel Glück, aber mal gucken, ja? Man soll ja nicht zu schnell urteilen. Deswegen... Let's try this. Nee. Die fliegen alle auf mich zu, ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Stage machen soll. Ich hasse so aussichtslose Stages, wo man echt keine Ahnung hat, wie man das machen soll. Wo man echt schon fast am Boden zerstört ist, wenn man keine Ahnung hat. Sowas ist echt mies, aber naja. Versuchen wir es weiterhin. Ich meine, weiter probieren kann ja nicht schaden, außer dass irgendwann ein paar Sachen aus dem Fenster fliegen. Aber naja. Bin auf die Obdachlosen drauf, wo auch so viele Obdachlose in meinem Café rumlaufen. Keine Ahnung, wie ich den roten Kugeln ausweichen soll. Ehrlich nicht, da bin ich 99% sprachlos und ratlos vor allen Dingen. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem weiter versuchen, das hier zu schaffen und nüchtern bleiben, denn sonst wird das ein reines Desaster, was es eigentlich schon ist. Also man kann es echt als nichts anderes mehr definieren, bin ich der Meinung. Die roten Kugeln kommen immer gleich, wenn ich so im Kreis fliege. Das ist natürlich ein Vorteil, könnte man sagen. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ich muss einmal ausweichen. Also da eben zum Beispiel an dieser Stelle muss ich einmal irgendwie durchkommen noch. Und dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Dann kommt keine rote Kugel mehr, bevor die Zeit abgelaufen ist, auf mich zu. Denke ich zumindest. Also ich kann mir das nicht vorstellen. So. Versuchen wir das mal weiter. So ein Kreis, noch ein Kreis, noch ein Kreis,
Noch ein Kreis. Und noch ein Kreis. Ich mag Kreise. Kreise sind immer gut für ziemlich viel Spaß. Und da ist mir gerade eine neue Idee gekommen. Ich kann da so rein und raus hüpfen quasi aus diesem Feld, wo die ganze Zeit im Kreis gestreut werden, diese gelben Kugeln. Einmal bleibe ich kurz drin, weiche zwei aus, springe raus, springe in der nächsten Möglichkeit wieder rein und dann muss ich nicht ausweichen, dann kann ich wieder raus. Es könnte funktionieren, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, was ich hier laber. Ihr denkt, laber nicht, Junge, du bist behindert. Aber trotzdem, ich habe hier immer noch meine Pläne. Ich habe meine großen Pläne, die ich verführen will für unser Land. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann unterstützt mich natürlich einen Daumen nach oben für dieses Projekt und für mich und so weiter und so fort. Und vergesst nicht zu kommentieren, was so gut ist, was so schlecht, etc. Bis zum nächsten Mal mit I Wanna Be The Bear Witch. Immer feucht bleiben. Ciao.